Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wie wir sehen, befinden wir uns heute an einem ganz besonderen Ort, und zwar dem Dschungel. So, es geht heute um diese wunderschöne Pflanze und ein paar andere Sachen auch, ganz klarer Fall. Wir machen ja nicht nur eins, sondern ganz viele immer. So, ich hole uns jetzt mal nahe dran, zeige uns, was hier Fakt ist und welche Idee ich dazu habe, um etwas anders zu machen, wie immer. Ja, das machen wir. Da freue ich mich richtig drauf, weil das wird auch mal wieder eine sehr spannende Geschichte, muss ich sagen. Ach, das ist schon, ja, das sieht schon mal Hammer aus. Aber wir kommen jetzt zu den Fakten. Die Efeutute Marble Queen, die zeigt uns ganz, ganz, ganz tolle Eigenschaften. Und in dem Zuge gehen wir da jetzt mal hin und werden uns mal ansehen, was ich euch da zu zeigen habe. Ja, ich schleiche mich mal gerade hier einmal durch, dass wir auch mal so einen Blick rundherum sehen können, um was es hier eigentlich gleich gehen wird. Das zeige ich euch dann jetzt. Ich hoffe, dass das Mikro nirgendwo drankommt. Hier. Und zwar haben wir hier die Marble Queen. Wunderschöne Blattzeichnung, richtig herrlich anzusehen, ganz tolle Maserung in dem Sinne. So, dann haben wir hier zweierlei Pflanzen drin. Die eine wächst hier entlang, da, bis hier oben. Und wir sehen, sie hat nach wie vor recht hell panaschierte Blätter. Und der andere Trieb, der wächst dann hier entlang an der Tapete hoch. Und der kriegt hier in dem Bereich schon andere Blätter, wie wir sehen, mit mehr Grünanteil. Ja, bis ganz grün tatsächlich, aber immer im Wechsel. Und das Allerinteressanteste ist bei der ganzen Sache hier, dass die Blätter so groß werden hier oben, ne? Also wenn sie nach oben ranken kann, dann macht sie große Blätter. Okay, das hat sie jetzt aber erst ab hier ungefähr gemacht. Das heißt also, sie hat nicht mehr viel Platz, bis nach oben zu wachsen. In dem Zuge werden wir heute den Kopf abnehmen hier, ihn bewurzeln lassen und später mal irgendwo anders dann dementsprechend an der Wand platzieren, damit er von Anfang an von unten nach oben wachsen kann mit großen Blättern, um mal zu gucken, wie sie sich dann noch weiterentwickeln werden. Ja, die Marble Queen. Ich habe uns die andere auch mal hier hingestellt, die wir gestern gesehen haben, hier in der Wasserkultur zum Vergleich. Also die sieht wirklich genauso aus wie die anderen auch. Da gibt es also momentan keinen großen Unterschied. Von daher das am Rande gezeigt. So, wir haben hier schon mal Schere, Holzkohle, ganz wichtig für die Schnittstelle gleich. Und mal kurz hier die Pilea glauca gezeigt. Die steht ja schon seit Ewigkeiten hier drin. Da haben wir einfach mal Stecklinge damals reingesteckt. Und wir sehen auch, das ist trocken hier, ne? Also das kann die tatsächlich auch ab. Das ist schon heftig, ne? Aber die muss jetzt hier tatsächlich mal weg, die ist deplatziert, weil ich kann hier gar nicht mehr die Schubladen aufmachen. Oder ich muss die jetzt mal runternehmen hier. Das ist natürlich ja nicht so praktikabel in dem Sinne, ne? Aber okay, mal gucken, wo ich die hinplatziere. Ist schon krass, dass die so lange hier in dem kleinen Pöttchen stehen, ne? Hier gieße ich auch mal die 400 bis 500er Variante rein. So, ich glaube, ich habe jetzt alles erzählt, was ich wollte. Und in dem Zuge würde ich sagen, starten wir das Projekt heute und schneiden erstmal hier den Kopf ab. Dann wurschteln wir uns mal hier durch. Pass mal auf. Ich glaube, den machen wir mal aus hier. Dann blendet meine Birne nicht so, ne? Ja, so ist das. So, wir schneiden das Köpfchen jetzt ab. Nicht zu lang, sonst braucht die Pflanze zu viel Wasser, was sie gar nicht ziehen kann. Aber auch nicht zu kurz, damit ausreichend Blätter dran sind, um die Pflanze trotz alledem gut versorgen zu können. Ich würde sagen, wir nehmen das 1, 2, 3, 4 Blätter, würde ich sagen. Das untere kommt hier sowieso dann mit ab. Das nehme ich schon mal ab hier. So, das haben wir ab und darunter schneiden wir den ab. Und jetzt kriegen wir natürlich eine hässliche Stelle hier an der Tapete, weil, wie gesagt, Blätter nicht ans Mikro, weil das sich hier festhaftet. Ne? Mal gucken, aber ist nicht so schlimm, weil die wird wieder austreiben und dann kann die da wieder hochwachsen und dann ist das okay. So, ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas, doch, ne? So einigermaßen. So, da siehst du wohl, ne? Das ist so ähnlich, wie man das von draußen von Hausfassaden kennt, ne? Und wenn du Efeu an der Wand hast, ne, das kriegst du ja auch nicht mehr weg. Ja, aber okay. So, Holzkohle haben wir jetzt schon hier. Also wir haben jetzt wirklich einen recht kräftigen Steckling dieses Mal. Ne? Richtig kräftig, große Blätter. Und da ist eben die Frage, wie entwickelt sich das Schätzchen weiter, wenn es von Anfang an mit großen Blättern wächst. Also nicht Teilsteckis in dem Sinne, sondern Kopfstecki. Ne? So, dann lasse ich jetzt wieder liegen ein bisschen hier. Und nachher stellen wir den dann ins Wasser. Ja, aber die sind schon, wenn die große Blätter bekommen, die sehen schon richtig hübsch aus, ne? So natürlich auch, ganz klarer Fall. Ich meine, die haben von der Blattzeichnung her, ne? Aber wie sich das dann verändert, ne? Ob der andere Trieb sich jetzt auch noch verändert, der hat ja noch diese schöne Panaschierung drin. Wenn er höher wächst, ob er dann auch tatsächlich grüne Blätter dabei macht.
Schauen wir mal. Aber egal wie rum, im Prinzip schick sind sie sowieso. Die ganze Familie der überhaupt, weil da gibt es so schöne, viele Farbvarianten mittlerweile. Okay. Da liegt er. Ich habe ihn jetzt erstmal hier draufgelegt, ne, damit er so ein bisschen antrocknen kann. Auf unserem Kaffeepflänzchen, was sie auch wunderbar macht. Ich habe jetzt gerade das Licht hier oben aus, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen dunkler, aber das ist nicht so schlimm. So, lichttechnisch haben wir sowieso einiges verändert. Jetzt kommt der nächste Punkt für heute. Wasser. Reines Wasser. Wir haben hier einen Raumluftentfeuchter, der produziert im Prinzip reines Wasser. Aber, ja, das Wasser ist dann allerdings, ich sag's mal so, kontaminiert. Mit Schimmelsporen, Bakterien, weil hier unten steht ja das Wasser drin, ne? Und wenn Wasser ewig drin steht, dann kommt ja auch Dreck mit rein und so, ne? Von Luft, Staub und hast du nicht gesehen. Zwar nur feinste Partikel, weil hier so ein Filter noch mit vor ist, aber es kommt etwas mit rein. Wie gesagt, halt auch Schimmelsporen, ne? Und die Bakterien entwickeln sich. Und das ist der Punkt, warum ich mich bisher geweigert habe, das wirklich zu verwenden. Aber da wir jetzt Wasserstoffperoxid in der Handhabung haben, gehe ich jetzt dazu über, das Wasser zu nutzen. Das heißt, da habe ich schon mal Kanister hingestellt, den hatte ich schon mal abgefüllt vor, glaube vor 3 Tagen oder so, mit dem Wasser. Und da werden wir Wasserstoffperoxid dazugeben, um die Bakterien ja, zu beseitigen, Verunreinigung dementsprechend. Ja, das denke ich mal, könnte eine tolle Geschichte werden, auf jeden Fall. Dann können wir das Wasser nämlich tatsächlich auch wieder verwenden und das werden wir heute angehen. Wir nehmen jetzt unser Wasser, was wir hier raus haben. Der ist übrigens wieder voll, den muss ich gleich nochmal leer machen. Wasserstoffperoxid haben wir 6%iges, das wir verwenden. Und da werden wir jetzt einfach einen Schluck reingeben. Ich werde das jetzt nicht abmessen. Wir haben gestern 1 Milliliter auf 1 Liter dazu gegeben in der Anwendung für die Pflanzen. Und ich werde hier einfach nur einen kleinen Schluck reingeben. So, da braucht gar nicht viel sein. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Und dann werden wir abwarten, was sich hier entwickelt oder wie sich etwas entwickelt, ob es eine Reaktion gibt vor allen Dingen. Ne? Denn wenn das Wasser glasklar ist, dürfte es eigentlich keine Reaktion geben im Wasser selber. Wobei wir das auch nochmal austesten müssen. Allerdings ist das jetzt auch ein gebrauchtes Gefäß. Das heißt, hier wird ein Belag auch tatsächlich am Kunststoff sein von innen. Ne? Ganz klarer Fall. Der kann natürlich auch mit dem Wasserstoffperoxid dann reagieren. So, ich lasse ihn gleich offen stehen, damit das auch raus kann, ne? Die Gase, die entstehen. Der Sauerstoff im Prinzip. Aber hier erstmal mache ich zu, weil ich habe halt so immer dieses Phänomen, dass ich alles umtrete, was irgendwo in der Gegend rumsteht. Ne? Deswegen auch hier immer sofort zumachen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das Schätzchen an, wo wir gestern das mal angesetzt hatten, um mal zu sehen, wie die Reaktion darauf ist im Wasser. Hier sehen wir jetzt diese ganzen Bläschen und das ist halt jetzt die Reaktion von dem Sauerstoff, also dem Wasserstoffperoxid, mit organischem Material, was nicht ganz so in Ordnung ist. Und ja, so sieht das dann aus. Also sieht man tatsächlich, dass eine Reaktion stattfindet. Diese Raumluftentfeuchter, die haben so eine Kassette und die befindet sich hier unten bei dem Gerät. Wird wohl bei allen so sein. Die kann man ganz einfach rausziehen. Hier ist ein Hebel und dann kannst du den transportieren. Ja, also das ist total easy. Total einfach. Aber wie gesagt, hier können Bakterien drin sein und so weiter und das Schimmelsporen und so weiter und so fort. Und von daher habe ich bisher davon abgesehen, davon abgesehen, das Wasser zu nutzen, weil mir das einfach zu riskant war. Aber mittlerweile haben wir schon Erfahrung gesammelt mit dem Wasserstoffperoxid und von daher denke ich, sind wir da auf der sicheren Seite dann tatsächlich. 2 Stunden ist das Ganze jetzt her, dass wir unser Stecke hier abgeschnitten haben. Das macht also nichts, wenn der mal so rumliegt. Überhaupt nicht. Muss keine Bange haben. So, dann füllen wir hier reines Wasser rein, Osmosewasser bei uns, weil es tatsächlich immer am besten läuft damit. Und dann stecken wir das Schätzchen jetzt dort rein und lassen ihn einfach hier stehen und werden ihn gemeinsam begleiten. Nach wie vor wunderschön anzusehen, die Alocasia Bambino. Oh, das ist schon ein hübsches Pflänzchen geworden mittlerweile. So, gucken wir ein paar Kleinigkeiten hier an. Hier sehen wir unsere Black Velvet, die Alocasia, mit ihrem neuen Blättchen, das sich gerade entrollt hat in dem Sinne. Gummibaum, ja, kriegt jetzt auch ein bisschen Wachstum tatsächlich. Und dann gucken wir mal kurz hier unten. Ich konnte ihn nicht wegschmeißen, ich wollte ihn ja eigentlich weggetan haben. Aber es ist einfach zu schade. Er blüht schon wieder. Und tada, hat sogar eine Frucht ausgebildet, die Paprika. Ja, coole Sache, muss ich sagen. Ich lasse ihn einfach weiter stehen. Ich kann irgendwie nicht anders. Obwohl er,
ja, sicherlich Platz machen würde für eine andere schöne Pflanze, aber ne? Vielleicht tue ich ihn doch irgendwann weg, ich weiß es nicht. Sowas entscheide ich dann auch meistens spontan. Spontan gucken wir jetzt mal hier bei unserem Philodendron Birkin. Er macht ja ein neues Blättchen hier, das ist der, den wir abgeschnitten hatten. Die andere Geschichte hatten wir ja die Tage gesehen. Das war das erste Blatt hier. Ne? Das ist das zweite Blatt und es kommt in dem Zuge gleich ein drittes hinterher hier mittig. Das ist auch mal interessant, ne? Das ist noch gar nicht ausgerollt und schiebt gleich noch eins hinterher. Also die Pflanze hat es echt eilig, muss ich sagen, wieder Habitus zu erreichen. Also im Prinzip die Größe, wie sie vorher hatte. Da schiebt die richtig voll Power rein jetzt in diesen Trieb. Holla, die Waldfee. Aber okay, auch das mal schön mitzunehmen, wie sich das so entwickelt. So, unsere Alocasia Red Secret mit ihrem neuen Blättchen, das sich hier entwickelt. Ich wollte mal im Vergleich dazu zeigen, wie die Babys aussehen, wenn man eine Knolle einpflanzt. So, guck mal. Macht jetzt das zweite Blättchen gerade, sicher mit Rollen. Ja, das ist schon ein Hammerunterschied zwischen Mama und Baby tatsächlich. So, da kommt aber gleich wieder mit den Arbeitsraum. Ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Ja, wie klein die Babys sind am Anfang. Es geht weiter. Hör auf! Ich habe es mir immer wieder vorgenommen und nie gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Nur jetzt gucke ich mal so. Sieht gut aus, alles grün, alles okay soweit. Außer hier bei der Efeu Tutti Enjoy sind so das eine oder das andere Blatt mal. Aber es sind jetzt wirklich nur zwei. Vielleicht finde ich noch eins, wo etwas Braunanteil drin ist, tatsächlich im Weiß. Die Geschichte kennen wir, ne? Schlauch und Spritzer. Ich habe damals das Loch vergrößert, damit ich hier reinkomme, um Wasser rauszuholen. Ne? So, holen wir uns aber ein bisschen Wasser raus. Ich hatte es vorhin allerdings schon gemacht. Ich habe es schon da unten stehen. Ich wollte es mal zeigen, wie ich das mache, damit du das weißt. Ne? Das ist nämlich eine total einfache Sache. So, okay, das dazu, damit du mal gesehen hast, wie ich das mache. Und jetzt kommen wir zum Ergebnis. Und da war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Hier gieße ich immer die 400 bis 500er Variante rein, so wie wir das handhaben. Aber auch hier sieht man schon, auch wenn es gut aussieht, man sollte vielleicht auch mal nicht unbedingt messen, Wasser wechseln. Ne? Raus, einmal fluten das Ganze, Wasser wieder raus und dann kann es nochmal wieder bei 400 bis 500. Dann ist man da auf der sicheren Seite. Ansonsten, wenn du messen kannst, immer besser. Ganz klarer Fall. Und dann checken wir jetzt mal. An dem Beispiel können wir sehr gut sehen, dass auch das mineralische Substrat hier oben irgendwann ausgelutscht ist und da sollte man dann einfach mal reagieren. Ne? Okay, also was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wirst du es uns sagen oder nicht? Ne, du bestimmt nicht. Pass mal auf. Tada! 3,34. Ja, so kann es gehen. Ne? Also ich würde sagen, das ist jetzt mehr als grenzwertig. Mikrosiemenswert liegt bei 2200. Auch grenzwertig. Also müssen wir hier eingreifen. Ja, aber wie greifen wir ein? Was machen wir? Jawohl, wir werden die Kiste fluten mit, in dem Falle, Leitungswasser. Fluten mit Leitungswasser, um den pH-Wert wieder hochzubekommen, um das Ganze auch mal zu spülen. Ja, wir sehen, irgendwann gibt das mineralische Substrat einfach nichts mehr ab. Und dementsprechend müssen wir halt das mit Wasser und den Zutaten dementsprechend zuführen. So, das heißt im Klartext, wir spülen das Ganze jetzt hier, also fluten. Ne? Jetzt muss ich allerdings aufpassen, weil ich kann jetzt so aus dem Blickwinkel nicht sehen, wann er voll ist. Ne? Von daher, aber 2 Liter sollten hier auf jeden Fall reingehen, da gehe ich schon mal von aus. Warte mal, gieß mal eigentlich alle Töpfe, weil hier stehen ja 3 Töpfe tatsächlich drin. Ne? Ein Topf mit der Vanille und die wächst so gut, der hat so ein kräftiges Grün. Zickt in keinster Weise rum, aber da sieht man schon mal, die Vanille mag das. Ne? Aber irgendwann ist auch grenzwertig. Ne? Also, ne? Das ist schon, ja. Da muss man dann von Zeit zu Zeit auch mal reagieren, würde ich sagen. Ne? Und das ist jetzt sehr lange her, dass wir das gemacht haben hier. Also wirklich sehr lange. Das Schätzchen hängt schon Ewigkeiten hier durch die Gegend. Ich glaube, einmal haben wir im Laufe der Zeit das tatsächlich auch gehandhabt, dass wir mal gemessen hatten damals. So, jetzt muss ich aber erstmal aufpassen. Den Rest gieße ich gleich alleine rein, bis der Pott voll ist. Ne? Und das lassen wir stehen. 1-2 Tage. Und dann werden wir gemeinsam checken, was dann Sache ist. Und das Wasser dann rausholen und dementsprechend nochmal vielleicht reagieren, je nachdem. Dass wir das mal so sehen können, wie ich das dann jetzt handhabe nach langer Zeit. Also ich stehe nicht jede Woche und messe nach, was da Sache ist. Nein, Gottes Willen. Ich meine, sieht ja gut aus. Ne? Jetzt habe ich einfach mal, weil ich neugierig war, gemessen und habe gesehen, dass es vielleicht doch an der Zeit ist, mal hier einzugreifen. Also einfach mal zu fluten und dementsprechend zu reagieren. Man sollte aber schon wissen, wie der pH-Wert aussieht. Ne? Weil es bringt nichts unbedingt, wenn du es nicht weißt. Weil wenn jetzt ein hoher pH-Wert
Arbeit drin gewesen wäre und ich würde es jetzt nochmal mit Leitungswasser fluten und spülen, ja gut, ist auch von Vorteil, weil auch da kriegt man einiges raus, ganz klarer Fall. Aber ist schon besser, man weiß, ob der pH-Wert niedrig ist oder ob er hoch ist. Weil wenn er jetzt hoch gewesen wäre, vielleicht bei 8 oder so, dann hätte ich mit was reagiert? Jawohl, genau, mit Osmosewasser dementsprechend. Gut, wir müssen sowieso das noch ein zweites Mal, fällt mir gerade ein, fluten. Spülen in dem Sinne, ne, um auch die Salze rauszuholen, die überschüssig jetzt drin sind. Wir waren über 2000 schon und das ist dann doch langsam auch grenzwertig, dass wir da auch ein bisschen runterkommen wieder. Also zweimal werden wir es auf jeden Fall machen und dann mal checken, wie es dann dementsprechend aussieht. Ja, so kann es gehen. Ne? So, bei der Monstera würde ich auch nochmal gerne nachgucken, der Deliciosa. Habe ich da ausreichend Wasser drin stehen? Ja, ich habe heute Morgen, also es spielt ja keine Rolle, mit was ich gegossen gedüngt habe, weil ich mache es immer anders. Mal mit Leitungswasser, mal die 1000er Variante, mal die 400 bis 500er Variante. In der Regel aber immer mit etwas Leitungswasser. Das heißt also auch im Verschnitt, Moment, auch bei der 400 bis 500er Variante tatsächlich Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser, weil die Monsteras, die mögen schon Kalk. Schätzelein, was verrätst du uns jetzt hier? Die Pflanze sieht knackig aus, richtig gesund. Ich weiß, wir hatten damals schon mal nachgemessen, da passte das auch nicht. Da hatte ich ja gesagt, ich will das mal durchspülen und so. Hast du nicht gesehen, habe ich dann doch nicht gemacht, sondern immer so Pi mal Daumen reingegossen. Ich dachte, das wäre dann okay für die Pflanze. Hat soweit ganz gut geklappt, aber wir sind auch hier auf dem absteigenden Ast tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Steigen wir jetzt mal ab und schauen uns die Geschichte mal an. Tada, 3,84. Jo, das ist ein bisschen wenig. Und Mikrosiemens 2900, ja, fast 3000. Aber das verkraftet sie interessanterweise. Aber der pH-Wert, da müssen wir jetzt wirklich mal dran. Ich habe jetzt schon mal 2 Liter Leitungswasser durchgegossen. Das Schätzchen kann ich leider nicht tauchen, weil, ja, nee, wie soll ich das Ding denn ins Badezimmer kriegen? Das wird wohl nicht gehen. Also werde ich hier ein paar Mal tatsächlich im Durchfluss einfach Leitungswasser durchgießen, bis wir den Mikrosiemens weiter runtergebracht haben und dementsprechend den pH-Wert wieder höher. Ja, das muss ich jetzt im Laufe der Zeit machen. Okay. Und auch hierbei hilft uns tatsächlich jetzt mal wieder der Schlauch mit der Spritze. Dann ziehen wir das mal raus hier. Und dann kommt gleich das Ganze nochmal wiederholt. Das wird jetzt allerdings eine Zeit lang dauern. Also da kann ich euch jetzt nicht mitnehmen die ganze Zeit. Aber mal demonstrativ gezeigt, wie ich das jetzt mache hier. Damit ihr das mal augenscheinlich sehen könnt. Das werden wir jetzt ein paar Mal machen. Jetzt beim ersten Mal haben wir jetzt einen pH-Wert von 4,86. Also es hat schon eine Wirkung gebracht. Also das werden wir wohl 4-5 Mal mit tatsächlich machen müssen. Aber wie gesagt, da kann ich euch jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Das dauert einfach zu lange. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade auch nicht die Zeit und die Lust dazu. Aber demonstrativ gezeigt, wie es funktioniert. Und da gucken wir die Tage nochmal nach, inwieweit sich das dann verändert hat. Okay. Einmal gucken wir jetzt mal ganz kurz hier bei unserem Wasser vorbei, von dem Raumluftentfeuchter, wo wir heute Morgen das Wasserstoffperoxid reingegeben haben, das H2O2. Und wir sehen hier lauter Sauerstoffbläschen, also ist eine Reaktion im Gange. Das heißt, wir müssen sie jetzt erstmal stehen lassen. Wie lange genau, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal 2 Tage auf jeden Fall. Ich lasse den Deckel jetzt ganz leicht hier drauf liegen, steht in der Ecke hier, ich schätze mal, dass ich ihn dann nicht umkicken werde. Und mal gucken, wie das dann damit weitergeht. Ja, holla die Waldfee. So, ich glaube, dann haben wir für heute auch das meiste durch hier. Und damit kommen wir heute zum Schluss. Das war doch mal interessant, das wieder zu checken. Obwohl die Pflanzen gut aussehen, könnte man denken, ist soweit alles okay. Aber wie wir sehen, die Werte passen dann manchmal doch nicht. Aber wir wissen ja schon von Zeit zu Zeit, clean alles, durchspülen, wissen wir eigentlich. Ne? Aber ich weiß auch, umso mehr Pflanzen man hat, umso nachlässiger wird man bei dem Ganzen tatsächlich. Weil irgendwann sind die Klamotten auch so groß, da hast du echt keinen Bock mehr, die ins Badezimmer zu schlüren und dann einfach mal durchzuspülen. Von daher muss man sich von Zeit zu Zeit so dann mal behelfen. Ich habe das Glück, dass ich nachmessen kann oder bin froh, dass ich es nachmessen kann, dass ich dann da ab und zu mal auf der sicheren Seite bin. Und ansonsten, ja, muss man sich die Pflanzen eben angucken, ne, wie sie reagieren, was sie einem zeigen und dementsprechend reagieren. Das geht natürlich auch. Aber man ist schon auf der besseren Seite, wenn man tatsächlich messen kann. Ist definitiv so. Und ja, dadurch haben wir ja die ganzen Erkenntnisse auch erlangt hier von daher. Ne? Ich denke mal, ist das ganz okay soweit. So, mein Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, heute mal im Dschungel so ein bisschen was gemacht. Ja, wir können noch viel mehr hier machen, aber irgendwann ist auch genug. Ne? Irgendwann reicht es dann auch, weil ich muss jetzt auch gucken, dass ich fertig werde. Wir haben schon nach 3 tatsächlich auch schon wieder. Ach komm, ich lasse das Bild jetzt einfach so stehen.
Aber nach wie vor, ja, sehen die Pflanzen kräftig aus. Aber man sieht schon, wenn man nachmisst, ne, oh, ah, da stimmt dann doch mal was nicht. Ne? Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass der pH-Wert höher ist bei der Monstere. Oben bei der Vanille und der EV2, da hatte ich es mir schon gedacht, weil da kommt ja immer die 400 bis 500er Variante rein. Aber bei der Monstera Deliciosa, da habe ich schon des Öfteren mal Leitungswasser zugegossen. Okay, vielleicht ist auch deswegen so, dass es gut läuft, ne? Weil sie ab und zu dann den pH-Wert wieder ein bisschen höher bekommt. Ab und zu geht er dann wieder ein bisschen runter, ne? Dann wieder ein bisschen höher. Aber auch die Mikro-Siemens-Werte, Salzgehalt in dem Sinne, war dann doch jetzt ein bisschen zu hoch. Und von daher ist es dann doch besser, von Zeit zu Zeit richtig durchspülen, Wasser raus, ne? Und dann ist man da, wie gesagt, auf der sicheren Seite in dem Sinne. Okay, yippie, yippie. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.